Also Familienunternehmen sind auf keinen Fall abgehängt in der digitalen Welt, sondern ich würde für uns zum Beispiel sagen, dass wir ganz weit vorne sind. Wir haben viele, viele Dinge jetzt angegangen, haben viele Dinge aufgenommen. Was treibt die Welt draußen? Was treibt uns an? Wie müssen wir darauf reagieren? Und ja, wir haben viele interessante Projekte angestoßen und mit vielen jungen Menschen, die natürlich maßgeblich sind, weil sie die Zukunft entscheiden und sie sollen halt auch ihren digitalen Arbeitsplatz mitentscheiden können für die nächsten 20, 30 Jahre.